Hallihallo und herzlich willkommen zurück, liebe Freunde des Stronghold 3 Geschmacks. Wir sind wieder zurück und ich habe ja geschaut, ob ein Hoffnungsschimmer eventuell irgendwie zu meistern ist. Hab dann in dem Forum nachgeschaut und ich habe nichts gefunden. Naja, gut. Probieren wir es einfach nochmal, ne? Die Rückkehr einer weiteren verhassten Familie beunruhigt. Ja, das kennen wir alle schon. Ich habe 1000 Millionen Beschwerden gefunden im Stronghold Foren. Über das Spiel, aber so wirklich Tipps und Tricks gibt's da anscheinend nicht. Darum renne ich da jetzt einfach nochmal rein. So, was haben wir denn nochmal? Hier, was haben wir? Genau, hier. My Lord? So, aufbauen. Baue Tribok auf. Dann, Kuh. Schwupp die Kuh bist du. Und dann schießt man hier meine Kuh hin. Nehmen wir die Bogenschützen. Ja. Ich probiere es einfach mal mit diesem Weg. Unsere Sehnen sind gewachsen. Treffen die Nägel? Ziel anvisieren. Oh, die treffen wirklich. Okay. Bogenschützen, jetzt der da. Töte die! Ja! Tötet ihn! Der Pfeil muss treffen! Ist das eigentlich meine Welle oder sind das feindliche Welle? Jetzt ihn da! Okay, jetzt den da! Die schießt aber nicht von allein. Haben sie keinen Enthusiasmus dazu? Gehen in Stellung. Ich werde jetzt mal hier das zurückholen und werde mal meine Bauern damit beschäftigen. Und der wird sich mal kalkulieren um das Problem kümmern. So. Bau er. Schöner Tag, Eure Hoheit. Ja, okay, das ist nicht unsere Welle. Macht's tot. Los, macht's tot. Ist das da auch noch? Das sieht gar nicht gut aus. Ich nehme mal meine Bogenschützen und hoffe mal, dass das jetzt funktioniert, wenn ich jetzt noch... Sieht ja alles sehr suboptimal aus. Baumeister zu Dienst. My Lord. Dahin bitte. Sollte ja eigentlich was werden. Das sei denn, er robbt durch meine ganzen Truppen jetzt durch. Das wäre natürlich nicht so praktisch. Und? Ja, ja, genau. So möchte ich das sehen. Kalkuliere! Kalkuliere! So, nehme ich die Bogenschützen. Vorbereiten! Lordschaft? Da kann er schon mal angreifen. Los auf sie mit Gebrüll! Bleh. Ja, Sire. Und noch einmal das schon angreifen, damit ich nicht zufällig doch noch irgendwo reinrenne. So, und dann kannst Wie du dich weiter dienen? Um hier oben kümmern. Kalkuliere. So. Bogenschützen vorbereiten. Jetzt würde ich sagen. Pfeile los! Ist an der Zeit, sich um die Leute zu kümmern hier. Feuer frei! Pfeile los! So, auf den. Jeder Pfeil muss auf treffen. Den. Na, auf Ziel den. Anvisieren. So, jetzt auf den da. Lass sie fliegen! Jetzt! Auf den da. Gleich ziemlich einfach.
Nur zeitmäßig muss ich ein bisschen aufpassen. Schießt! Ja, genau, schießt. Auf mein Zeichen! Jetzt haut drauf, los, haut alle drauf! Da kommen Leute, seht ihr das nicht? Ja, haut drauf, haut drauf, haut drauf. So, dann haut mal auf den hier drauf. Jeder Pfeil muss treffen. Genau, jetzt auf den. Sie zu Fall. Schieß, was das Zeug hält, schneller! Jetzt auf den da noch. Schaffen wir, schaffen wir, schaffen wir. Pfeile schießen! Der. Feuer! Und den Rest sollten sie eigentlich alleine platt kriegen. Bogenschützen unterwegs. So, jetzt tun wir die noch schnell rausholen hier und dann machen den Rest platt. So, und los geht's. Jetzt nehme ich meine Armee. Wir werden angegriffen. Kommt mit. Pieken Schultern. Alle mitkommen. Schnell, schnell, schnell. Wir haben die Hälfte der Zeit schon verloren. So. Und dann schaue ich mal, was hier überlebt. Die sollten am besten unsere jetzt nochmal sich um den Turm kümmern. Obwohl, kriegen die auch das hier kaputt? Ja, dann greifen wir lieber hier an, Leute. Und dann habe ich hier meine Truppen. Und dann schicke ich die gleich mal an die Mauer. Wir sind bereit. Genauso wie ich die hochschicke. Aber die schicke ich mit dem Ziel. Jeder Pfeil muss den zu killen da hoch. Jetzt den da. Jetzt den da. Bogenschützen unterwegs. Jetzt den da. Und den. Los, komm, mach den tot. Ja, los. Pfeiler anlegen. Kommt schon. Deutsche so, okay. Männer. Jetzt habe ich erstmal eine kleine Truppe, die hier die Mauern einreißen müssen. Und was habe ich hier unten noch? Hauptmann? Die kann ich ja auch alle mal hier hochschicken. Ja. Vor allem die sind doch, glaube ich, recht schnell, oder? Diese Welle ein. Ja, wow. Die Geschwindigkeit ist atemberaubend. Stehen zur Verfügung. Das ist unmöglich. Ihr lauft mal dahin, dann bildet in der Verteidigung. So, hier brennt es aus irgendeinem Grund. Ich hoffe ja, dass hier kein Feuer ist auf dem Weg. Das wäre absolut scheiße. Neue Befehle. Was so. Schlagt sie, Männer! Alle da auf die Riege. Eisheuer? Nee, nee, nee. Alle hierher. Sie sind tot. Dahin. Schlagt sie, Männer! Ich diene euch. Dahin. Gut. Machen die denn? Alter, was machen die? Wir kommen in. Sind die bescheuert? Schlagt sie, Männer! Wir werden angegriffen. Hä? Hallo! Vorwärts! Bereit machen, Piken! Ich fühle mich gerade leicht verarscht. Aber okay. So, Attacke. So, weiter. Jetzt auf den da. Komm schon, töte die. Wir haben noch ein paar Bogenschützen. So, jetzt auf die hier. Oh mein Gott, da oben sind 5 Bogenschützen. Nein, 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 da lang. Was macht ihr? Was macht ihr? Was macht ihr? Okay, okay, okay. Jetzt dahin. Jetzt alle auf den, komm, alle auf den. Feuer! Jetzt!
Alle auf den Burgherrn! Alle auf den Burgherrn! Los, killt ihn! Okay, jetzt müssen wir mal schauen. Komm schon, bitte, diesmal, wir haben noch 52 Sekunden. Komm schon, alle auf den Burgherrn! Oh mein Gott, komm schon, bitte! Alle auf den Burgherrn, komm, alle drauf! Los, wir haben noch 30 Sekunden! Komm schon! Alle drauf! 20 Sekunden! Bitte! 15! 10! Wir sind... BAM! Ich hab glaube ich nur 8 Sekunden gehabt! Oh mein Gott, wir haben es geschafft beim ersten Mal. Oh, war das knapp. In der Falle. Okay. Das Gesicht sieht auf jeden Fall nicht gut aus. Na dann. Zeig mal her. Swinefoot floh. Wir gewannen. Zu leicht, sagte mein Bauchgefühl mir. Etwas war falsch. Ich hörte Longarm schreien. Er war völlig aufgelöst. Er sagte mir, er habe Gerüchte über den Schakal, die Ratten und die Schweine gehört, dass sie nicht alleine arbeiteten. Er musste seinen Namen nicht sagen. Der Wolf. Er war zurückgekehrt. Wir planten, ihn zu finden, bevor er uns finden konnte, als Blackstaffs Jäger mit den neuesten Nachrichten kamen. Er erzählte uns, dass eine Streitkraft zu der Abtei marschierte, in der sich Lady Catherine befand. Wir machten uns für die Abreise bereit, als Alarm ertönte und uns die Nachricht von Swinefoots Rückkehr erreichte. Und er war nicht allein. Der Schakal war bei ihm. Wir waren alle für den Kampf bereit, als wir von den Jägern erfuhren, dass die andere Armee fast die Abtei erreicht hatte. Wir mussten gehen. Was wie ein Sieg aussah, die Einnahme von Swinefoots Burg, war eine Falle. Und sie trug die Handschrift des taktisch listigen Wolfes. Der Schakal hat euch hier gefangen, während Lady Catherine, die Thronfolgerin, wehrlos ist. Ihr müsst die vielen Streitkräfte abhalten, die euch angreifen, während ihr nach einer Lücke in den feindlichen Linien sucht, durch die sich vielleicht eine Gruppe Ritter zwängen könnte. Durch die Belagerung brechen und zu Lady Catherine reiten, der Herr Strop. Durch Brechen der Belagerung scheitert. Okay, dann machen wir normal wieder und starten die Mission und müssen ganz schnell Lady Catherine helfen, bevor der Wolf bei ihr auftaucht. Und ich glaube, wenn der dann da ist... Das ist verzweifelt, mein Herr. Wie können wir diese Burg gegen eine solche Übermacht halten? Und was ist mit Lady Catherine? Dadurch? Natürlich. Mach ich. Okay. Wir brauchen Obst. Wo ist mein Kornspeicher? Da. Wir brauchen Käse. Wir brauchen Häuser. Okay, ganz schnell. Da eins hin. Wir brauchen anscheinend auch einen Brunnen, okay. Wir brauchen hier eine Mauer, warum auch immer. Stelle, mein Herr. Vielleicht wäre dies eine gute Gelegenheit für euch, einige eurer Veteranen zu Rittern zu schlagen. Was für ein schöner Tag es ist, Sire. Wo bekomme ich Stelle her? Stelle? Stelle? Stelle. Stall. Ich glaube, ich habe einen Stall. Oh mein Gott, war das schlecht. So, dann brauchen wir hier noch ein Lager, dann brauchen wir... Moment. Wo ist mein Vorratslager? Da. Eine Schwertschmiede, eine Rüstungsschmiede brauche ich. Dann brauche ich auf jeden Fall auch noch... Darf ich keine zweite bauen? Achso, ich habe kein Holz mehr, okay. Markt, ich brauche...
Holz. 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 Hab ich. Ich habe auch kein Holz. Ich habe gar keine Holzverlage. Okay, dann brauche ich auf jeden Fall jetzt erstmal noch. Ja, Holzfäller ist einfach gesagt, aber so wirklich Platz dafür habe ich nicht, ne? Holzfäller. Müssen dann halt mal dahin. Und dann brauche ich auf jeden Fall hier noch so einen. Und da noch so einen. Und. Okay. Jetzt geht's weiter mit. Moment.